Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mii-Nachrichten war der 3. September 2022. Schockierende Neuigkeiten. Boomer hat es unfreiwillig geschafft, als Essigbrücke durchzugehen, nachdem er ausgerutscht und in ein Einmachglas gefallen war. Er saß daraufhin in dem Glas zwischen Gurken und Karotten fest. Zum Glück wurde Boomer nach etwa einem halben Tag zusammen mit den Gurken aus dem Glas geholt. Er überstand diesen tragischen Zwischenfall unverletzt. Berichten zufolge befinden sich die Karotten noch immer in dem Glas. Von offizieller Seite wurde bestätigt, dass Boomer vermutlich noch für den Rest des Monats nach Essig riechen wird. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Ich muss jemandem davon berichten. Das war meine Idee. Sie haben sie zuerst umgesetzt. Danke fürs Zuschauen. Ich bin Luigi Smith. Der 3. September war das Sendedatum dieser Mail-Nachrichten. I hate bugging. Oh,